Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, die beiden, die wollen erstmal eine Tracht Prügel haben. Mal sehen, wie viele Sekunden wir jetzt nur noch brauchen. Für die beiden. Bin ich ja mal gespannt. Der ist jetzt schon tot. Und der andere ist immer noch im Schockzustand, glaube ich. Ja, hätte er mich jetzt nicht getroffen, wäre es noch schneller gegangen. Glaubt mir, Leute. 14 Sekunden. Aber glaubt mir, dass man schafft auch 6 Sekunden. Und jetzt 13.200 Kristallpunkte. Es gibt aber einen Gegner. Der Adamantai. Der ein Jahr normal 40.000 Punkte gibt. Und wir werden mal hier abspeichern. Wir werden uns dann den Schokobo schnappen. Und wenn man den mit dem, wie wir das Küsschen besiegt haben, so ähnlich, besiegt man den nämlich auch, nur dass Vanille dann ihren Esper ruft, damit, dann ist der nämlich gleich in der Knie zum Anfang. Und dann immer tot drauf. So. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen Schatz. Ja, wie gesagt, die Mission da unten. Ich möchte sagen, das ist der... Oder war das nicht der Kaktus? Wir können ja nachher mal schauen. Aber wir haben immer noch die eine Mission, die im Dings ist. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Ah, jetzt haben wir schon einen Schatz. In welche Richtung geht's? Hier runter? Hier runter? Hier irgendwo? Nein, hier ist er nicht. Aber hier kommt er wieder. Ah, jetzt wird er schneller. Also da vorne irgendwo. Na, na, hier ist er. Da bitte graben einmal. Ich mache mal eben eine Zigarette an. Ja, Chocobo-Feder ist gleich 0 Wert, gleich 0 zum Aufrüsten. Und hier bei die Schafe könnt ihr ja jetzt auch immer gucken gehen, ob er diese Wolle, diese Feinwolle, aber die bringt eigentlich, ich glaube, die bringt auch nicht so viel. Die ist auch nichts wert und so. Und da oben, seht ihr das? Tyren. Ich glaube, so heißt der. Ja, weil jetzt die Barriere, die Sperre weg ist. Und dass wir, also da ist zwar noch eine, aber man kommt ja der Arena jetzt immer näher. Und deswegen haben sie den jetzt hier rausgelassen. Und ich glaube, ist das der da? Tatsächlich, steigen wir mal ab. Hm, ist ja dann ein leichter Gegner. Na, den wollte ich nicht, den Kaktus. Oder gehört der Kaktus auch noch dazu? Kriegen wir hier vielleicht einen Präventivschlag? Kriegen wir. Jawohl. Kriegen wir sogar. So, ab in die Luft, Alter. Ist meine Zigarette auch noch ausgegangen. Also der war ja mal richtig leicht. Glasgürtel haben wir, glaube ich, schon. Glasgürtel? Ne, Glaskugel hatten wir, ne? Immer schön aufheben alles. Ich guck eben mal. Was macht denn der Glasgürtel? Erhöht die Resistenz gegen Gegner um 30%. Ach so, Magie-Dings. Ja, eigentlich eher auch unwichtig.
So, jetzt schnappen wir uns hier vorne war, glaube ich, wieder ein Schokobo. Jetzt könnten wir eigentlich auch mal endlich die letzte Kugel holen, aber ich möchte, bevor ich die eine Mission vergesse, ihr wisst schon, welche ich meine. Da müssen wir wieder dahinter. Ja, und außerdem müssen wir von den Kleinen da auch noch die Kugel holen. So, wie sieht's aus, Dicker? Lässt mich vorbei? Okay. So. Ich glaube, mit dem Vogel kann man eigentlich gar nicht weiter als... Ne, es liegt ja gleich auf dem Weg. Ich versuche mal hier so weit reinzulaufen, aber ich glaube, der läuft da nicht rein. Nur bis da vorne und dann schmeißt er uns runter. Ja. Ja, dann seht ihr das auch mal. Hey. Hat er keinen Bock drauf. So. Also es ist hier jetzt rein. Und dann wisst ihr ja da, wo wir den Juggernaut, da war ja noch eine Mission gewesen, die wir jetzt, die auch vorher nicht aktiv war. Die aber jetzt aktiv ist. Dann könnte ich ja mal eine... Hatten wir überhaupt schon gespeichert, nachdem wir die Mission gemacht haben? Nee, ne? Machen wir mal schnell. Weil muss ja nicht sein, dass durch... aus was für einem Grund auch immer die PlayStation... Ich hatte das schon, wie gesagt, dass die mal stehen geblieben ist einfach. Oder dass die einfach mal... ausgegangen, also abgekackt ist sozusagen. Ich meine, seitdem ich jetzt die Lüfter, das steht jetzt auf so einem Teil drauf, was eigentlich für Laptops gedacht ist. Das, da habe ich es auch aufgestellt, da sind drei Lüfter unten, von unten jetzt, kühlen drei Lüfter, die PS3. Und seitdem muss ich sagen, ist es fast gar nicht mehr passiert, dass da mal irgendein Spiel stehen geblieben ist, einfach weil die zu heiß wurde oder so. Da gibt es ja dann noch eine andere Variante an Kühlung, aber die hätte mir nicht so gefallen, die hätte man dann irgendwie vorne so aufstecken müssen, wo die vorne sind ja so eine Rilleneinlässe bei der PS3 Slim. Und na, das sah einfach von der Optik absolut nicht schön aus. Aber wenn jetzt die Lüfter von unten jetzt nichts gebracht hätten, hätte ich mir natürlich das andere Ding auch noch gekauft. Nur damit die PS3 ordentlich gekühlt ist. Aber na gut, das Thema gehört jetzt eigentlich nicht hierher. Aber wollte ich mal gesagt haben, falls der ein oder andere jetzt vielleicht auch das Problem hat, kauft euch einfach so einen Kühler. Ist eigentlich so ein Laptop-Kühler, wo man Laptops draufstellt. Aber funktioniert bei der PS3 auch wunderbar. Zwei Bomber sind ja nun gar nichts. Geben aber gut Kristallpunkte. So. Ready for the next fight.
Ja, wieder 10.000. Kann nur mehr werden. Aber leveln, also hier jetzt Gegner oder so, man könnte auch versuchen vorbeizurennen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also wir bräuchten jetzt die Kristallpunkte jetzt nicht so dermaßen. Weil es gibt einen leichteren Weg, schneller viel mehr Kristallpunkte zu kriegen. Und habe ich euch ja schon gesagt, das ist mit den Adamantai. Eine Bomberseele, wunderbar. Nur die Gegner hier, ja, die sind ja ratzfatz weg. Ich meine, auch selbst wenn kein Präventivschlag. Passt auf, da Rundschlag zweimal. Das ist schon einer weg gleich. Der nächste. Ja, das ist irgendwie, die bestehen, glaube ich, irgendwie aus Leichtmetall nur. Deswegen gehen die so schnell kaputt. Viel haben die jetzt nicht gegeben, aber die Statue da hinten, die meine ich. Na, mal schauen, was das für eine war. Ah, der Juggernaut. Beim Turm. Ja, das weiß ich auch, wo es ist. Und dann können wir gleich gucken, ob die eine Mission auch schon freigeschaltet ist. Mit dem Adamantai. Ja, der ist wirklich nicht schwer. Der Juggernaut. Jetzt laufen wir bloß die ganze Strecke zurück. Teleportieren uns direkt dahin. Ja, jetzt sind die wieder. Können wir auch, weil liegt ja auf dem Weg. Und habt ja gesehen, die gehen ja ratzfatz. Das war's schon wieder. Könnte man ja wenigstens in der Hoffnung vielleicht nochmal eine Bomberseele erkaschen. Weil wenn man davon richtig viele hat, man kann zwar nur 99 einsammeln, aber ich meine, gut, man soll jetzt nicht hier so ewig leveln, das bringt es einfach nicht. Da gibt es bessere Materialien, die wir uns dann kaufen können, aber ich, wo wir hier ganz am Anfang waren und noch sehr schwach waren, da wäre hier eigentlich ein perfekter Ort gewesen, um diese Bomberseelen zu farmen. So, ja, die machen ja eh keinen Platz, also müssen sie dran glauben. Haben eh nichts drauf. Seht ihr, wie schnell das geht? Die müssen wir auch wegmachen. Na, präventiv, jawohl. Und das ist einer mehr, geht aber genauso schnell. Glaubt mir das. Gibt's hier einen Rundumschlag. Was für ein Gewitter hier dann stattfindet, ey. Schon Wahnsinn. Speichern brauchen wir jetzt nicht. So, da wären wir auch schon wieder draußen. So.
Dann könnten wir ja mal nach der Juggernaut. Ach so, ja, dann die Mission, die ist ja dann sowieso hier auf der immergrüne Wiese. Entschuldigung. Da machen wir ja dann den Adamantai. Wenn die Mission natürlich schon frei ist, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. So, jetzt müssen wir zu den hier hin. Große Steilwand, genau. Und da hinten ist er auch schon. Wir sehen ihn von hier schon. Ja. Da würde ich sagen, fangen wir mit... Genau, mit dem an. Man könnte jetzt auch Rache-Kampagne machen. Aber das passt schon. Und mit dem an. An die können wir vorbeilaufen, wenn es geht. Ich weiß jetzt nicht, wo der lang rennt, da muss man mal aufpassen. Ich meine, die sind jetzt zwar auch keine Gegner mehr für uns. Und mal sehen, ob wir hier vielleicht ein Präventiv... wenn wir jetzt einen Präventivschlag kriegen, dann ist natürlich der Blitzschlag besser. Könnten natürlich auch einen Blender einsetzen. Wie viel haben wir noch? Bei die richtigen Bosse wirken die Blender sowieso nicht. Machen wir mal. Ihr sollt... Ja, aber wir hätten jetzt wahrscheinlich auch eingekriegt. Seht ihr das? Wir rennen ja genau von hinten ran. Aber na gut, jetzt habe ich einen verschwendet. So, ab in die Luft mit dir. Aber ich glaube, den mussten wir sowieso zweimal im Schockzustand bringen. Ich versuche dann noch ein Formdings da zu machen, Spalter. Aber erst jetzt. Auf den letzten Pfiff. Ja. Da wir aber leider nicht mehr als noch kein Genji-Reif oder Genji-Ring haben, hat das jetzt nicht so viel gebracht. Aber wir könnten ihn jetzt mal ein bisschen negative Sachen an den Kopf schmeißen. Und jetzt sind wir gleich tot. Nehmen wir mal kurz die Lebenssymphonie. Danach nehmen wir dann nochmal... So, danach nehmen wir dann nochmal diesen hier. Obwohl er jetzt schon reichlich negative Dinge dran hat. Jetzt machen wir mal diesen hier, damit wir Hass kriegen. Und andere Sachen noch. So. Und jetzt einfach mit Blitzschlag weiter drauf. Bis er wieder in links geht. Ja, Vanille hat es ein bisschen, aber diesmal schaffen wir das, glaube ich. Hätte man jetzt einen Genji-Reif gehabt, dann hätte er keine Chance gehabt. Da hätten wir weit über 100.000 Schaden gemacht. So. Und so können wir natürlich nur 99.999 Schaden machen. Naja, ich pack keinen mehr.
Sonst hätte ich jetzt nochmal den Spalter genommen. Ja, null Sterne. Ja, müsste anders. Obwohl ich einen Präventivschlag hatte. Wäre natürlich besser, wenn man den mit diesem Genji Armwife. Oder sich vorher ein bisschen ein paar Schilder setzt. Aber na gut. Ich habe das auch geschafft mit... ich glaube, ich habe den erst gemacht, da war ich viel stärker gewesen. Weil da ging das Präventivschlag und da ging das ratzfatz. Glaub mir. Ich versuche jetzt mal hier wieder vorbeizurennen. Jetzt will ich nämlich mir eine Mission holen. Ich weiß jetzt nicht, das ist glaube ich die 63. Ich denke mal, dass die noch, dass die schon freigeschaltet ist. Ansonsten hätte man jetzt hier können wir dann wieder... Aber es gibt auf der anderen Seite auch einen Teleporter. Ja, und für den Gegner, den wir jetzt machen, wir speichern mal hier kurz ab. Für den Gegner, den wir jetzt machen, da nehme ich natürlich Vanille. Benutze wieder Tod. Und benutzen Vanille ihre Esper. Und man braucht natürlich für die Esper 3 Meterpunkte. Darauf solltet ihr immer achten. Ich meine, solange man hier diese Dinger hat, die kann man auch noch brauchen. Die füllen dann die Meterpunkte komplett wieder auf. Ja. So, hier noch vorbei. Halt, hier muss ich rein. Ich kann ja mal gucken, ob die schon aktiv ist. Ach, die ist immer noch nicht aktiv. Ja, dann brauchen wir da gar nicht hingehen. Ich dachte jetzt diese da, die sich da in der Ecke versteckt. Sehr schwer zu erkennen. Ja, die leuchtet aber nicht. Na, schade. Okay, dann haben wir aber wenigstens die aus dem Stollen haben wir wenigstens alle erledigt. Und dann können wir jetzt hier auch wieder zurückrennen zur Dings. Mr. Kiwiki ist online. Schönen Gruß, wenn du das siehst hier, lieber Kiwi. Hätte ich auch vorher auf der Karte gucken können, hätten wir uns den Weg jetzt auch wieder gespart. Ich weiß nicht, ob er das angezeigt hätte bis dahin. Aber ich glaube schon. Ja, so müssen wir jetzt. Haben ja auch so viel Zeit. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Parts insgesamt dann entstanden sind, wenn ich das hier komplett durch habe mit komplett allen Missionen. Bin ich ja mal gespannt. So, da die nicht geht, hatten wir auf der immergrünen Wiese noch zwei. Eine davon weiß ich, ist der Kaktus. Und da lasse ich auch erstmal die Finger von. Weil den werde ich jetzt noch nicht schaffen. Wie gesagt, da müssten die meisten so an die 20.000 TP haben. Weil der ja schon mit einer Aktion... tut er ja schon 10.000 Schaden machen. Und das ist ganz schön übel. Na gut, dann holen wir uns erstmal den Vogel.
Oder musste ich einen Schnitt machen? Ich musste wieder einen Schnitt machen. Ich vergesse das immer. Ah, wenn ich nicht gleich einen Schnitt mache, ich mach den Timer hier aus und vergesse das total. So, haben wir hier einen schönen Hintergrund noch? Ja, den schönen Schokobo da hinten. Dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 13 und vielen Dank fürs Zuschauen.